Ja, ich bin der Sascha, 49 Jahre alt und ich singe gern unter der Dusche. Ich kann ganze Säle leer singen. Ich bin der Alexander, bin 41 und ich höre sowohl gerne Kirchenlieder als auch Schlager. Ich bin Jutta Mühle, bin süße 62 und ich singe im Auto immer laut mit. Ich bin der Thomas, ich kenne schon Schlager seit meinen Eltern und ja, da lebt man mit und zieht durch. Wird mir die Welt zu viel und ich glaub nicht dran, dass ich was ändern kann, gebt ihr mir das Gefühl, was ich allein nicht schaff, schaffen wir zusammen. Ein Schlager. Das ist ein Schlager und den kenne ich. Ja, würde ich auch sagen. Den kenne ich. Na, dann sing mal. Ich bin mal gespannt. Team Bensko? Ja, was ist allein nicht schaffen? Keine Ahnung. Ja, sing mal, ich weiß nicht. Ich hab keine Melodie im Ohr. Schlager. Was schaffen wir dann zusammen? Genau, das ist auf jeden Fall Schlager. Ja. Ja. Yeah! Jetzt können wir mitsingen. Sehr gut. Mir die Welt zu viel. Ach ja. Tim Bensko und Giovanna. Egal. Gebt ihr mir das Gefühl, dass ich allein nicht schaffe, schaffen wir zusammen. Das geht schon. Nee, ich wäre anders gewesen. Bitte schön, komm, okay. Mein Freund, mal wege. Ich bin heiß. So, ich weiß, du schaust von oben zu und passt gut auf, dass unsere Welt sich dreht. Du bist bei mir, was ich auch tue. Das ist ein Kirchen, ganz klar. Würde ich jetzt auch sagen. Du schaust von oben herab. Moment. Ich weiß, und passt gut auf, das ist ja dieses... Unsere Welt sich dreht. Ja. Also ich würde sagen, was würdest du sagen, Jutta? Ich würde sagen, auch dann Kirchenlied. Ja. Ja. Das ist doch Schlager. Weil der Satz, du guckst von oben auf uns herab. Ja, ja. Du ja, schaust von oben zu. Das erinnert mich an Gott, an den lieben Gott. Weil der guckt ja auf uns alle zu und der sorgt dafür, dass die Welt sich dreht. Ne? Genau. Ich denke mal Schlager. Okay. Ja gut, aber wir sind zu dritt. Ja, ich sage nicht. 3 gegen 1, der hat mehr Masse wie wir. Dann schütze ich euch an, Kirchenlied. 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 Überstimmt, ja. Nein! Seht ihr? Das hab ich gesagt. Okay. Oh, yeah. Aber das hat mich hab dir versprochen, dass es weitergeht. Ich weiß, du schaust von oben zu und passt gut auf, dass unsere Welt sich dreht. Du bist bei mir, was ich auch tu. Das ist der Cordalis. Über seinen Vater. Das ist über seinen Vater, sein Lied. So, ja. Sehr geiles Lied, gefällt mir richtig gut. Ja, ja, habe ich vor kurzem gehört. Ich bin zwar kein Freund von Herrn Cordalis, aber das Lied ist mega. Mhm. Ja. Ist schön. Ja, nächste. Komm, junge Frau. Hä? Du sagst ja. Aus Liebe sagst du vorbehaltslos ja. Ja zu mir. Du kennst mich, dennoch sagst du ja. Du kennst mich, dennoch. Also ich wäre ja wieder bei Kirchenlied. Ne? Ja. Oh ja, aber der letzte Satz. Ich sage jetzt einfach mal aus Laune heraus. Du kennst mich, aber in echten Kirchenlied. Du kennst mich, Gott kennt mich. Also er kennt mich, weil ich zu ihm halte. Und dennoch sagst du ja. Also praktisch sage ich das dem lieben Gott. Ich singe das dem lieben Gott. Weil er gibt mir ja die Chance. Vorbehaltslos. Obwohl ich schlechter Mensch bin, hält er trotzdem zu mir. Ja. Das kann natürlich sein. Du kennst mich dennoch, sagst du ja. Einige uns dann doch auf Kirche. Okay, Kirche. Ich würde das auch sagen. Kirche. Wir sagen Kirche. Kirche. Das war ein gutes Argument. Gut gemacht. Aus Liebe sagst du vorbehaltlos ja. So, ich mach mal hier Wege. So, jetzt pass auf, Michael Jackson. Ich will Licht sehen in der Dunkelheit. Die richtigen Wege finden in der Einsamkeit. Ich will Licht sehen. Das sind genau die das Wörter sind so für die Kirchenlieder. Kirchenlieder eigentlich. Ja? Schlager. Schlager? Ja. Ich glaube, das ist ein richtig schnelles Lied. Ich will Licht sehen. Ja, ich in der Dunkelheit. Das sind so viele Wörter aus der Kirche. Licht, Dunkelheit, richtig ich will Licht sehen in der Dunkelheit. Einsamkeit. Die richtigen Wege finden. Also von den Wörtern her würde ich sagen Kirchenlied. Ja, ich tendiere auch dazu. Aber der hat eben auch Schlager gesagt. Ja. Und hatte recht.
vielleicht sollen wir mal auf den jungen Mann hören. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Das vierte Mal. Okay, wir hören. Komm, egal. Also, du sagst, du darfst sagen. Schlager. Wir haben uns geeinigt, Schlager. Oh. Ah. Können wir den austauschen? Egal. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Wir verlieren zusammen. Was ist denn los? Einer für alle, alle für einen.